Willkommen zum heutigen Livestream von Wildstar. Ich springe einfach direkt in das Spiel, nachdem ich mir jetzt ein paar Tage nicht gestreamt habe, weil ich bei der Entwicklung von dem neuen Add-on noch beschäftigt war. Kann ich gleich mal zeigen, was das Ergebnis ist. Oben rechts dieser Block, der ähnlich aussieht wie die Questleiste, habe ich im Endeffekt jetzt eine Übersicht darüber, welche Achievements noch ausstehen, welche Erfolge für entweder für die Region bzw. auch für übergreifende Gebiete wie Weltgebiete einfach noch erreicht werden können. Und ja, jetzt geht es weiter in Algofels. Ich habe inzwischen den Server gewechselt, nachdem der PvP-Server immer ziemlich voll war, bin ich im Moment auf dem PvE-Server Ithaca. Und ja, als erstes, die Karte ist auch noch nicht vollständig erkundet. Beim letzten Mal war ich ja hier oben. Und jetzt geht es weiter, die anderen Missionen und Quests dann zu erfüllen. Und dort. Ja, und hier einfach die Sachen zu erledigen und mal schauen, welche Quests hier noch dabei sind. Und natürlich auch die Wissenschaftsmission zu bekommen. Und ganz nebenbei natürlich auch die Lore zu vervollständigen. Bisher habe ich 2 von 15 Datenwürfeln. Die Aufzeichnungen sind aktuell bei 4 von 17. Und von den Geschichten fehlt noch eine ganze Menge. Neues Wissen ist aktuell noch verfügbar. Algofels. Scanbot. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, dass man bei den Updates nicht sieht, was da dazugekommen ist, falls man die ja schon vorher zwischenzeitlich angelesen hat. Chronisten. Die sind zumindest komplett. Ist vielleicht am sinnvollsten, immer nur die anzuschauen, die tatsächlich vollständig sind. Dann ist zumindest klar, dass die nicht nochmal kommen. Giroc ist inzwischen auch vollständig. Der Richter, das sind sozusagen gerade die Hauptquests. Mal hier bei Algofels. Zum Beispiel hier die Wiederbelebung hat mit dem Richter zu tun. 4 von den Missionen sind schon abgeschlossen, 4 stehen noch aus. Die Episode ist zum Beispiel schon vervollständigt. So, Gerichtshof. Ausdauer, die Armen. Richter Kane. Da bin ich im Moment auch in der Missionsquest. Die Loftit sind jetzt vollständig. Gut, dann lassen wir die, die nicht ganz vollständig sind, mal noch offen und widmen uns den Missionen. Wer ist denn hier die 1, bitte? Was soll ich denn machen? Besten Welt rumballern. Irgendwo hier hinten gab es auch was zu tun.
Die sind noch nicht fertig erforscht, deswegen gleich mal noch den Scanbot hinschicken. Das sind aktuell die Biobotanik 4er Blumen, was jetzt auch gleich verbessert wird. 69. Diese Belohnung hast du dir verdient. So, da gibt es, glaube ich, auch Errungenschaften, was die Lofty angeht. Gleich mal schauen. Ja. Sketch. Okay, hier ist es mit dem Lofty nicht. Vielleicht ist es auch bei Iberfels direkt drin. Genau, sammle Lofty-Proben. Insgesamt 100, 80 habe ich jetzt schon. Das heißt, jetzt sollten. Erfolg verliehen! Okay, die sind nicht komplett aktualisiert. Von 10 ist ja lustig. Da hat er wohl nicht ganz den richtigen erwischt. Scheint irgendwas mit den Zuordnungen nicht zu stimmen. Da muss ich mir das Add-on später nochmal anschauen. Okay, aber jetzt geht es erstmal ein bisschen darum zu spielen und zu erkunden und nicht das Add-on zu verbessern. Okay.
So, noch einen Grimrock scannen und dann ist die Wissenschaftsmission auch vollständig. Was dann noch fehlt, ist wahrscheinlich noch zwei. Brauche ich, um die Mission zu vervollständigen. Alle guten Dinge nehmen mal ein Ende. Das bedeutet wohl, dass du zu den Schlechten gehörst. Doppelkill. Ah, die ist inzwischen. Nee, die ist noch nicht vollständig. Leider kann ich noch keine Rohstoffe ernten. Aber die Scan-Mission ist auf jeden Fall schon vollständig. Okay, einer noch. Ich weiß nicht, was ich damit machen kann. Wie soll ich das elektrisieren? Fehlt nur noch ein Grimrock. Da ist noch einer. Da ist ein anderer. Gar nicht zu warten. Das ist hoffentlich was Gutes. War nett, mit dir zu reden, mein Freund. Ja. Ich kann doch einfach drüber laufen und es einsammeln.
Also. Ja, dann werde ich wohl da oben erstmal weitermachen. Keine Ahnung, wie das noch schlimmer werden könnte. Das sind doch diese logischen Roboterteile, genau. Grüße, Vernunftbegabte. Darf ich um Hilfe bitten? Gucken wir doch mal, ob hier drin nicht noch irgendwas zu holen ist. Herausforderung beginnt! So, Eier einsammeln. Vorne ist ein Data Cube. Diese kleinen blauen Humanoiden sind vielleicht die unangenehmste Lebensform, die ich bisher auf diesem Planeten angetroffen habe. Seit ich diese Höhlen untersuche, haben sie mehr als einmal meine wissenschaftliche Ausrüstung gestohlen und auseinandergenommen. Und sie scheinen mir irgendwie vertraut. Ich weiß, dass ich sie irgendwo schon einmal gesehen habe. So, 10. Eine fehlt noch. Ein Teil der Geschichte. Also eins von den Eiern brauche ich noch, da ist noch eins. Silberrang verliehen. Wie nur Silberrang. Aber es war doch jetzt schon zu Ende. Mehr Stufen gab es doch bei dem Teil gar nicht. Ein neues Deko. Schon mal was fürs Haus vorbereiten. So, das war kein Datenwürfel, das war ein Schlüssel für die Geschichte. So, jetzt muss ich aber nochmal die Challenges nachschauen. Questlog, Herausforderungen.
Schnellbrandentaschen auf dem Wabenstein. Okay, die muss ich später mal nochmal machen. So, aber hier sind im Endeffekt beide Stufen erreicht. Mehr Stufen gab es nämlich gar nicht. Und ja, den Schnellbrankentöter, das werde ich dann nachher nochmal machen, wenn ich wieder draußen unterwegs bin. Bis dahin noch die Teile vom Roboter zusammensammeln. Bösen Jungs ziehen schon die Sch*** ein. Okay. Jetzt kann ich endlich Berufe übernehmen. Das heißt, ich kann dann auch Mining und Artefaktsammler mitmachen. Unterstützungssystem. Okay. Kleine Skook-Ohren. Okay. So, das ist jetzt wieder ein Teil von dem Freebot-Puzzle. Jetzt fehlt nur noch die Arme. Aber ich wollte erstmal die Berufe, Hobbys, ist klar. Das Stiftungssystem. Achso, also es ist nur eine neue Ausrüstungsteil nochmal. So, Aktionsbaukasten werden wir auch gleich ergänzen. Das heißt, ich kann jetzt mit einem Fertigkeitenpunkt anfangen und eine Kraft verbessern und jetzt mal die Schildkapazität noch verbessern. Der Rest ist nicht so entscheidend. So. Damit sind die Kisten bei 87, ist auch gleich geschafft. Da hinten ist noch ein weiterer Data Cube. Und dort sind die Arme von unserem Freund. Der sieht nur zufällig so aus wie der Roboter aus Twilight. Das war's. Auf Wiedersehen. Ist du die Voraussetzung für Hallo? So, Robby, scannen wir mal den nächsten Data Cube. Interessant. Diese Organismen sind nicht natürlichen Ursprungs. Sie wurden von einem der Progenetiker erschaffen und nachträglich zur Terminierung freigegeben. Ich werde diesen Vorstoß... Interessant. Diese Organismen sind nicht natürlichen Ursprungs. Sie wurden von einem der Progenetiker erschaffen und nachträglich zur Terminierung freigegeben. Ich werde diesen Vorstoß dem Archon melden müssen. Werden sie nicht rechtzeitig eingedämmt, können solche emotionalen Schwingungen den Misserfolg des ganzen Projektes zur Folge haben. Da liegen noch ein paar Köpfe drin. So. Was habe ich denn hier bisher eingesammelt? Auch statt der Einleitung. Okay, kann ich noch nicht benutzen. Deko. Hatte ich nicht noch mehr. Achso, die anderen Dekos habe ich in der Bank gelassen. Beutetasche. Ui.
Was zu essen. So, die anderen Lofties, die ich noch abgeben werde. Und noch mehr von den Medikamenten. Schild wiederherstellen. Die Zeit, das ist sowohl über die Zeit als auch über ja, genau, dann kann ich mit X. Und welche ist das? Ach, die. Was es hier nicht alles für Teile gibt. Machen wir mal die, die ich im Moment am meisten habe. So, das Essen interessiert mich im Endeffekt weniger. Gut. So, dann hier wieder raus. Mal gucken, ob es hier nicht noch eine Challenge für die gibt. So, das wäre hier auch erledigt. Das war jetzt aber nur die kleine Seite von diesem untergeordneten Labyrinth, von den Zwielichtkeilern. Und deswegen schaue ich jetzt gleich nochmal in die andere Seite. Was es dort noch gibt. Ich will nicht vorstehen. Doppelkill. Dreifachkill. Jop. Wobei es mit Sicherheit noch Missionen gibt, wo ich hier noch mehr hätte töten müssen. Doppelkill. Ich gehe auch davon aus, dass sowieso die einige Achievements dazu dort noch einige mehr erfordern. Schauen, was es hier noch zu holen gibt. Sehe ich hier unten nichts Interessantes und Quest-Items gab es auch keine. Kein Boss, kein Chef. Hier unten muss noch irgendein Typ rumlaufen. Naja, mal schauen. Wird bestimmt nochmal wiederkommen.
Ja. Ist da schon wieder einer, das gibt's doch echt nicht. Ich muss echt aufpassen, dass nicht an jeder Ecke in neuen Waffen reinzulaufen. Oh Mann! Gerade irgendeine Waffe da hinten gespawnt. Naja, gut, taugt für mich eh nichts. Du enthältst mir also deine Seele vor. Wenn du so weitermachst, werde ich das eines Tages persönlich nehmen. So. Und welche sind denn die aktuellen Arbeit? Was soll ich jetzt mit denen machen? Hm? Okay, dann noch der letzte Scan. Und von die Situation sieht nicht gut aus. Zum Blümchen pflücken ist wohl keine Zeit. Okay, wieder eine Fahrtmission abgeschlossen. Und jetzt kann ich die Blumen ohnehin als Hilfe verwenden. Dann schaden sie mir zumindest nicht mehr. Ne, mir schaden sie immer noch. Ich habe dich überhaupt nicht getroffen. Doppelkill. Dreifachkill. Und gleich wieder zermatscht. So. Aber das waren jetzt wieder die Runenreißer. Auch so schön präzise wirkt, das Pflanzen zu ernten. Doppelkill. Dreifachkill. Doppelkill. Naja, auf jeden Fall kommen die Geier dann ziemlich zügig zu einem runter. So, wieder einer weniger. Wo sind denn eigentlich die... Beliebtheitswerte müssen doch auch nach und nach steigen. Doppelkill. 72-14. Ist der aktuelle Wert für die Beliebtheit bis 32.000 geht sozusagen das Achievement. Hier ist gar kein Target mehr. Aber er greift mich noch an.
jeden Fall können die Geier immer noch gut ausgenutzt werden, um die können die Wölfe benutzt werden, um die Geierangriffe auszulösen, damit man die auch erreicht. Da geht's, glaube ich, jetzt noch nicht weiter, sondern erstmal auf der anderen Seite vom Berg hoch. Dieses Mal kommen keine. So, dort sind noch die anderen Targets für um die Kadaver zu begegnen. Und die Schnellpranken ein bisschen in die Schranken zu weisen. So, das war's. Wie ist die Lage? Okay. Wir alle stehen in deiner Schuld. Das ist jetzt aber nicht aktualisiert worden. Da funktioniert das Update anscheinend nicht. Dass du einer bist, der seinen Kram auch erledigt. Auf jeden Fall werden hier inzwischen schön die Pflanzen angezeigt, die ich hier bereits ernten kann. Einer von den Geiern. Noch 49. Also 49% sind erreicht und jetzt fehlt bloß noch ein bisschen. Noch ein. Wie ist die Lage? Questgeber. Viel Glück, mein Freund. Wir zählen auf dich. Und jetzt verpass ihm eine richtig schmerzhafte Lektion. Ja, da oben gibt es auch wieder einiges zu tun. Wer hat denn da so eine Zauberspinne? Ja, da braucht es noch irgendein anderes Event, um für die Beliebtheitswerte wirklich das Update zu bekommen. Prohibition.
Sehr schön. Bist du ja wieder. Du versuchst wohl den Rekord zu brechen. Wieder ewig weit weggespawnt. Na gut, dann schaue ich mal, ob ich hier jetzt schon die Werkzeuge bekomme. Einfall des Dominions, Aufgaben. Angriffskraft Mumpfinesse Tech. Ich will nachschauen, was das ist. Mumpfinesse Tech. Tech habe ich überhaupt keine. Rang 1. Ich würde mal sagen, Finesse. Jojo. Waffenmodul verwendet. Überflüssige Waffen. Durstig? Dann bist du hier genau richtig. So. Junk verkaufen. Essen auch verkaufen. Und unnötige Waffen. Ich will auf sehr laubgrünen Rabenstein. Ich habe hier beste Qualität. Erfolg verliehen. Ja, lass uns kochen. Fleischmahlzeit. Sie ist der Fleisch. Okay. Gut. Dann machen wir das eben an einer Kochstation. Dann wollen wir deinen Körper mal in Schuss bringen. Ich weiß, dass du es schaffen kannst. Ich sag dir jetzt, wie es weitergeht. Ja. Mit wem soll ich sprechen, damit ich jetzt endlich meine Aufgaben anfangen kann? Gut, das ist Prohibition, das ganze Zeug. Handwerkstation. Kein Katalysator. Erzeugnis der Fleisch. War es das jetzt schon? Sollte ich das gar nicht herstellen? Dann wollen wir deinen Körper mal in Schuss bringen. Ich werde das nicht zweimal sagen. So, ich möchte gern Reliktjäger. Ich glaube, am Anfang darf ich noch ziemlich schnell auswählen. Lebenskünstler lernen.
Habe ich da jetzt schon die Waffe bekommen? Nee, noch nicht. Ich werde das nicht zweimal sagen. Als zweites machen wir erstmal Bergbau. Und später nehme ich den Überlebenskünstler zum Reliktjäger rüber. Das sollte reichen. So, Überlebenskünstler. Was ich werde das nicht zweimal sagen. Nee. Genau, aktuell kann ich nämlich noch ziemlich schnell tauschen. Dann wollen wir deinen Körper mal in Schuss bringen. Warte erst, bis ich den Bäumen davon erzähle. So, Bergbau-Expedition. Na los, du wirst erwartet. Ich gebe Bescheid, dass du unterwegs bist. Ja, genau, mach das mal. Habe ich jetzt die Waffen bekommen? Habe ich immer noch nicht bekommen. Ich muss doch hier irgendwo das Werkzeug dafür Dann wollen bekommen. Wir deinen Körper mal in Schuss bringen. Hier vielleicht. Irgendwo kann ich hier Werkzeug kaufen. Sprich zu mir. Das meine ich nicht. Laserspitze des Anfängers, Reliktblaster des Anfängers und Lasersäge für den Anfänger. Genau. Nehme ich mal die Teile mit. 1, 2, 3. Hm. Ist das schon gekauft? Ja. So. Und als erstes ausgerüstet wird. Überlebenskünstler. Du bist hier, um zu trainieren, Stitz. Das brauchst du auch dringend. Ja, schauen wir mal, wie das jetzt weitergeht. So, die sind immer noch aktiv. Ich noch mal kurz zum Bankslot und lasse dann noch das Deko-Zeug da. Weil bis Level 14 dauert es eh noch und dann brauche ich das Zeug nicht mit mir rumzuschleppen. Jetzt muss ich den ersten benutzen. So. Also, Plüschzeug. Deko. So, das sind jetzt schon die ersten Blueprints oder sowas. Die beiden Taschen sind auch für die Bank gedacht. Mit drei Plätzen. Gut. Irgendwo hätte ich da jetzt einstellen können, dass die Quests so aufgelistet werden, dass sie nach Nähe funktionieren. Ich weiß im Moment nicht, wo diese Option ist. Was ist denn noch die 4? Okay, jetzt ist es 2. Ich sollte doch hier noch eine Höhle finden.
konnte ich gestern nicht weitermachen, weil sozusagen alle Kisten schon weg waren. Das sieht aber gar nicht gut aus. Doppelkill. Okay, das sieht schon besser aus. So. Da ist noch eine Kiste. Na komm, jetzt aktivier die blöde Kiste. Doppelkill. Okay. Dann halt so rum. Und die letzte Kiste schon. Doppelkill. Ja, wenn sie mich in die Zange nehmen, kann es auch ziemlich schnell vorbei sein. So, die letzte Kiste für die Sabotage. Na, sieh mal, wer sich da meldet. Sehe ich kein Sex. Ist echt schade, dass das nicht mit aktualisiert wird. Genau, Leinenhandschuh für das erste Set. Sind die die sind jetzt stapelbar, das ist sehr schön. Weil das, mit denen hat man sich vorher immer das Inventar sowas von vollgehauen, weil die teilweise dann ziemlich oft gedroppt wurden. Das ist sehr schön, wenn dieser Anzugteil jetzt nicht mehr en masse rumliegen. So, aber was ist denn jetzt hier mit den Bäumen? Da ist einer. Cool, mit Countdown. Und schon die Quest abgeschlossen. Bergbau habe ich ja erstmal gemacht. Ja, ich kann auch so ballern. Aber mit dieser Spitzhacke ist es einfacher. So. Ich werde noch etwa eine Stunde hier streamen und danach dann ohne Livestream noch weiterspielen und mich dann auch nochmal den Punkten im Add-on widmen, wo ich jetzt schon gesehen habe, dass da noch ein bisschen was angepasst werden kann. Irgendwann macht es sehr viel Spaß, einfach in dieser Gegend oder überhaupt in Wildstar unterwegs zu sein. Doppelkill. Farbenfrohe, bunte Landschaften. Und an aller Ecken und Enden gibt es halt etwas zu entdecken. Deswegen kann ich jedem auch nur empfehlen, auf jeden Fall mal einen Blick auf Wildstar zu werfen.
Noch einen Baum. Machen wir da mal die Schnellleisten draus. Damit ich auch schneller zwischen den Waffen wechseln kann. Also ich brauche jetzt die Lasersäge. So, da hinten muss irgendwo die Mine sein, die ich ja noch finden soll. Genau, damit habe ich die Mine sozusagen schon so gut wie gefunden. Zeug. Und schauen wir mal, was in der Mine los ist. Doppelkill. So, das habe ich jetzt wieder die Werkzeuggeschichte. So machen wir das auf Nexus, Süßer. Ja. Wieder ein Level aufgestiegen. Wie sieht's aus da draußen? Rettung. Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Und es ist noch nicht vorbei. Ja, schön. Gut, dass ich das auch weiß. Doppelkill. So, da hinten ist jetzt noch... Nein, keine Errungenschaften. Die geht es nicht. Es geht um den Eisenerzabbau. Hey, stehen bleiben. Kann ja nicht sein, dass mir der Knoten einfach nach vorne rennt. Freigelassene Welle. Wo denn? Ein Event. Warum sehe ich denn davon nichts? So, Schnellfeuer aus Trage erfüllen. Ach, das ist das Event oben drüber. Weil da oben ist ja das Event mit dem Richter und für das gilt im Endeffekt diese Wellenthematik. Weil die dort halt einfach ziemlich dicht zusammenliegen. Aber gut, das macht ja doch nichts. So.
Stimmt ja doch gar nicht. Kommt nochmal. Dreifach Kill. Super Kill. Naja, so geht's auch. Also los. Ist lustig, dass sie das XP Experience auch mit EP Erfahrungspunkte ein eigenes Icon gemacht haben. Dann sind wir schon sehr schön, in welchen kleinen Teilen eine deutsche Lokalisierung stattgefunden hat. Nicht so viel zu tun. Kann ich gleich wieder einen Baum fällen. Ja, ungültige Zielgruppe. Das ist, glaube ich, immer noch die gleiche Fehlermeldung, die schon in der Beta irgendwie drin war. Schauen, was es hier zu holen gibt. Was heißt das jetzt? Muss ich da jetzt noch was machen? Noch ein paar Blumen ernten. Blumen werden einfach erschossen. Doppelkill. Fünfzig Erfahrungspunkte gewonnen. Ist noch ein Kochrezept. Genau, ich müsste eigentlich in der Bank auch noch ein Kochrezept haben. Erlernte Blaupunk mit Bohnen. Cycle-Bahn. Cycle. Was habe ich jetzt davon bekommen? Spaltleder und zähes Fleisch. Das lässt sich jedenfalls anscheinend nur essen. Ist auch recycelbar. Ja, aber es lohnt sich jetzt noch nicht, das zu recyceln. So, da ist ein weiteres Pflänzchen. So, wo stecke ich denn jetzt gerade auf der Karte? Okay, auf dem Weg nach oben. Mal gucken. Also wenn das Ding jetzt nordweisend ist, laufe ich Richtung Bebengrad. Na gut, die Nummerierung ist nicht ganz optimal. Kann ich eigentlich schon nach Tür reisen? Teleport Transmart? Nee. Kann ich nur zu meinem Telemart oder im Endeffekt das, was ich als letztes aktiviert habe, zurückreisen. Dort ist diese läuft die Geschichte. Ich schätze mal, dass ich von da oben irgendwie mit einem Teil einen Sprung runterkommen soll, um eine der Achievements zu erreichen. Genau.
gelange mit nur einem Sprung von der Spitze der südlichsten Leuchtsäule in den Kristallsplittern bis zum Boden. Ja, welche auch immer das da oben ist. Mal schauen. Da gibt es ja eh noch einiges zu tun. Das ist aber nicht der normale. Fortschritte. Ja. Der dicke Fette ist weg. Was machen die hier? Die klauen die Lofties. Sehen schon so aus. Lass mich da mal hochspringen. So, wie funktioniert jetzt das Ding hier? Da gibt es auch irgendeine Challenge drauf auf dem bestimmten Teil. Doppelkill. Ist was passiert? Erzähl's mir! Wie lautet dein Bericht? Jetzt bringt zu Ende, was die angefangen haben. Genau. Ja, das ist natürlich nicht so schwierig.
Sind da jetzt schon die Monster dabei gewesen? Ja, warum das hier irgendwie so komisch angezeigt wird. Weil eigentlich sind es ja jetzt schon mehr gewesen als nur die 50 oder 60. Aber irgendwie wird es nicht richtig aktualisiert. Ich habe das sogar 50 gleichzeitig abgegeben. Sogar 60. Es ist irgendwas in Eirefeld. Abenteuer in Seen Eirefeld. 50 rein, läuft die Proben gleichzeitig ab. Ich habe 50 abgegeben. Oder nicht? Ja, ich habe nur noch 20. Naja, probieren wir das nochmal. Muss ja eh noch anschauen dann. Aber erst will ich hier noch eine Quest auslösen. Ich müsste da jetzt noch viel höher springen können. Ja, genau. Ey. Wie nützt mir das so nix? Als Jabbits zu werfen. Nicht runterfallen. Meine Güte, das ist alles krumm und schief. Ja, wo ist er denn hin? Hochzulaufen ist nicht ganz so einfach. Hm? So, und jetzt? Von hier jetzt weiter. Ist jetzt das Ziel irgendwie hochgekommen oder nicht? Ich habe da bestimmt ein oder zwei Angebote für dich. Ja. So, das Schiff brauche ich nicht mehr.
So, weiter nach oben. Komm. Jetzt kann ich vor allem auch einstellen, welche genau, Bergbauknoten verlegt wird, noch nicht angezeigt. Gut. Jetzt komme ich wieder auf die andere Seite. Vielleicht ist das ja dieser südliche Punkt, wo wir erstmal da hinkommen. Das war die Geschichte mit dem Richter. Da ist aktuell nichts mehr zu tun. Das ist das, was immer wieder als öffentliches Event dann abläuft, wenn man den Richter beschützen soll. Eriks Grube. Da sind schon wieder solche kleinen nervigen Zwerge. Die auch, glaube ich, nur zufällig aussehen wie Gollum, oder? Okay, da gibt es neue Mission. Doppelkill. Dreifachkill. Okay. So, dann wieder weiter. Kriegswaffen. Da muss ich doch bestimmt eine. Hey, da ist wieder ein Schriftstück. Wieder ein Geschichtenschlüssel. So, was gibt es denn hier noch? Hey, eine neue Forschungsgeschichte. Okay, dann muss ich doch die anderen Eigenschaften einsetzen. Okay. Wie weit bist du gekommen, Kumpel? Komplett. Pass auf dich auf da draußen. Mach ich doch immer.
gab's doch jetzt bestimmt noch neue Challenges. Okay, also einen Fähigkeitenpunkt kann ich noch vergeben. So. Dann die Wissenschaftler eh das gleiche. Und noch einen Schildkapazität erweitern. So. Okay, dann gibt es auch noch was zu tun. Mal abgesehen von den Scans. Oh genau, ich wollte nachschauen, was die Challenges sind, ob sich da welche unbemerkt eingeschlichen haben. So, Challenges, Questlog. Okay, den Schnellpankentöter hatte ich vorhin schon gesagt. Ruf Maskensammler. Da muss ich nachher nochmal schauen, wo das dann gemacht werden kann. Also es sind im Moment zwei Challenges. Die noch nicht gewonnen wurden. Herausforderung beginnt. Welche? Ah, das Springen und Hops Geschichte. Herausforderung nicht bestanden. Ja, okay, machen wir gleich nochmal. Einfach nur hüpfen und springen. Hallo. Herausforderung beginnt. Herausforderung nicht bestanden. Mann. Am letzten gescheitert. Okay, gleich nochmal. Hat ja jetzt schon ganz gut geklappt. Nur nicht zu hektisch werden. Bam, badam, bam, bam, bam. Also, nochmal. Also mit der Draufsicht klappt das ganz gut. Wenn die Steuerung keinen Unfug macht. So, erneut versuchen. Manu. Ja, das kann ich nicht so ganz leicht einzuschätzen. Bin ich jetzt davor, da drüber. Na komm schon. Hey, jetzt hast du mir meine Challenge weggenommen. Also, Questlog. Herausforderung. Das geht da. Herausforderung beginnt. Bronzerang verliehen. Was? Wie in der Bronze? Okay, noch eine größere Tasche. Gibt es noch Bronzerang? Okay, es gibt noch Bronzerang. Na schön. Welche hat es gegeben? Geplante Vorräte. So,
Wieder Medispritzen, Müll, noch eine Deko. Müll, 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 Müll. So, was gibt es jetzt hier hinten zu tun? Sprich mit mir, Kiesel! Okay, alles klar. Wissenschaftler mit so einer Knarre, ist ja echt unglaublich. So, wo ist jetzt? Okay, da ist der letzte Scanpunkt. Noch 4 Scan-Punkte. Das heißt, 60% sind es jetzt. So, und da hinten ist der zweite Wissenschaftler. Das ist ja auch erledigt. Da sind noch 2 Stellen. Was bist du denn für ein Ding? So, okay. Ich glaube, hier ist nicht mehr viel zu holen. Doppelkill. Sehr schön. Okay, das war's. So. So, jetzt kann ich natürlich das Ding wieder nicht einsetzen, obwohl ich es natürlich schon habe. Ja. Das Scanboard wurde gerade erledigt.
Deswegen ist er nicht hingeflogen. Doppelkill. So, was soll ich jetzt da drin machen? Soll ich mich doch mit dem Wissenschaftler noch anlegen? Doppelkill. Der Chefdenker. Mal gucken. Der Chefdenker, das ist die hier. Doppelkill. Düstere Daten. Gibt's Krams. Da sind auf jeden Fall noch genug Scanpunkte, um die Wissenschaftsmission abzuschließen. Wobei es jetzt auch sein kann, dass die aber noch mit was anderem zusammenhängen. Erfolg verliehen! Nee. Herbeirufen. Genau. Das bedeutet, ich kann jetzt Gruppe herbeirufen. Kann ich nicht. Komisch. Naja. So, der nächste Holo-Entwurf. Doppelkill. Die überste Sicherheitsdrohne. Hier sind auch schon wieder vier von den Typen. Aber es macht ja nichts. Sind ja doch recht leicht zu schaffen noch. Also, ich mach was. So, jetzt fehlt nur noch ein Terminal. Und da hinten ist noch ein Geschichtselement. Was haben wir denn hier für eine Geschichte? Dreplex Himmelshammer. Okay, also wieder eine von den Aufzeichnungen. Galaktisches Archiv ist irgendein. Okay, Felsrücken. Die sind neu komplett. So, die Viererblume ist auch inzwischen komplett. Scanbot beschwert sich wieder. Oh, der arme Kerl kann Schmerzen empfinden. So, Girok sind jetzt auch vollständig.
Falls Scanbot so frei sein darf, seine Klartext-Subroutinen anzuwerfen, würde Scanbot schätzen, dass der Evolutionszug auf Nexus die Grimmsteinstümmler so gefährlich gemacht hat und nicht irgendwelche uralten Genexperimente. Genau. Okay, da warte ich noch, bis die vollständig sind. Okay, wieder ein Block vollständig. Noch nicht. Ich muss die Mission noch abgeben. Einfall des Dominions. So, das heißt, dann müsste jetzt da vorne mal aktualisiert werden. Ja, also es funktioniert durchaus. Wie gesagt, bei manchen Sachen muss ich dann noch überprüfen, warum dort die Aktualisierung nicht klappt. Das Zeichen ist hier. Doppelkill. Okay. Jetzt muss man noch mal schauen, ob die Aktualisierung für das Geld sammeln klappt. Credits. Lustig. Das heißt, die haben inzwischen tatsächlich sowas wie Wegpunkte innerhalb dieser Anzeige. Wie auch immer sie das im Detail realisiert haben. Ja, von einem Wegpunkt zum nächsten. Das Einzige, was dadurch noch ein bisschen unklarer wird, ist, wie weit ich tatsächlich weg bin von der Stelle, wo ich irgendetwas zu tun habe. So. Nee, das ist auch nicht die Stelle. Ich noch weiter darüber. So. Da ist er. Ich will einen Bericht. Ja, da haben die Waffen sich zumindest aktualisiert. So, wohin jetzt? Da ist wieder ein Mining-Knoten. Erzbrocken. Normaler Durchschnitt. So, als nächstes würde ich erstmal hier hinten weiter die Gegend erkunden. Und da sind ja jetzt auch noch ein paar Missionen, die dort anstehen. Und was ich gerne nochmal anschauen möchte, ist die Nemesis-Region. Genau. Damit ich dort auch direkt
noch für diese Beliebtheitspunkte was sammeln kann. Doppel-Explosion. So, und dort ist wieder ein Mining-Node. Ich glaube, das ist das, wo ich irgendwie rumgeschossen werde. Kann das sein? Ach du meine Sterne! Herausforderung beginnt! Töte Marodeure des Totenstamms, bevor die Zeit abläuft. Quest. Damit sollte es dann ziemlich bald auch die Mission klappen. Damit sind jetzt auch diese sowas nehmen wir jetzt wieder Tech-Zähigkeit Wahrnehmung. Tech-Zähigkeit. Na, da bietet sich wieder an Zähigkeit an. Mach keinen Ärger. Okay. Lofties sind doch die, die bereits vollständig sind. Dann gibt es noch was zu untersuchen. Komm, untersuchen. Ey, aber ich brauche noch ein paar Marodeure. Ich bin erst bei 42%. Wo sind die alle hin? Ganz schön sputen, ne? Okay, das Ding ist anscheinend schon ausreichend untersucht. Und da hinten gibt es noch weitere zum Rauslassen. Thank you.
88%. Jetzt wird es wieder langsam knapp. 91. Naja, dann sollte das ja reichen nach dem 2. Und da auch nicht. Herausforderung bestanden. Sehr schön. Das ist doch gut. Belohnung, Tasche, bessere Rüstung. Dann nehmen wir doch die Rüstung. Gut. Gleich anziehen. Müll. Ah, ich habe noch gar kein Implantat drin. Sehr schön. Leinenhandschuhe. Psyklinge kann ich nicht benutzen. Die ist schlechter als die aktuelle Waffe. Und sonstiger Käse. So, jetzt brauche ich euch doch gar nicht mehr. Okay. Nur die Frage, was ich jetzt hier oben weitermachen soll. Da hinten warten noch zwei. Ah ja, da ist schon das nächste Element für wieder für die Geschichten. Scheint bloß nicht aktualisiert worden zu sein. Ich habe doch gar keine Herausforderung mehr, oder? So, Questlock Herausforderungen. Nee, aktuell ist keine aktiv. Und die kühlt gerade ab. Das sind die, die ich aktuell nicht ernten kann. Wird auf jeden Fall nicht aktualisiert. So. Bin ich ja fast am Ziel. Oder liegt da noch was Wichtiges rum? Das sind doch andere Kristalle, oder? Okay, aber es hat jetzt keinen. Doch, da ist eine Sprunggeschichte. Aha. Komm noch mal her. Dann will ich da drauf kommen. Eine Schatzkiste. Geheimes Vorratslager. Erfolg verliehen. Juhu.
Todessternplünderung. Totensternplünderung. Ja, ich hab's gefunden. Dann steht jetzt auch die Completion Time. Genau, die wird nämlich nicht aktualisiert an der Stelle. Da ist noch ein Note. Und da ist schon wieder so ein Tier rausgekommen. So ist der hier. Schade, hat keine weiteren Ressourcen hinterlassen. Ja, einen Leutnant Prag weniger. Hier irgendwo nach oben kommen. Was ist denn das denn für ein Typ? Verstrecker Dubel. Sieht im Fall recht zäh aus. Nein. Jetzt lass mich in Ruhe. Da steht, liegt noch eine Geschichte. Okay, jetzt muss ich wahrscheinlich wieder ein Riesenstück laufen. Noch ein Tod. Du solltest wirklich besser auf dich aufpassen. Jetzt bin ich auf der Karte jetzt wieder gelandet. Na okay, zumindest da oben. Willst du reden? Hier noch eine Mission abschließen. Pass gut auf dich auf, ja? Ich glaube, bei den Missionen wird es wahrscheinlich aktualisiert. Mal gucken. So, die Rüstung ist etwas besser. Das Teil ist auch besser. Okay, dann heißt es mal wieder ganz Krimskrams loszuwerden. Gibt's was Neues, Junge? Okay, Brightland. Erzähl mir was Nettes. Okay, das Zeug ist aber alles nichts, nicht mehr brauchbar. Scheinst dir doch das Zeug zum Kopfgeldjäger zu haben. Das heißt, es ist noch eine jetzt vervollständigt. Nee, vervollständigt nach raus. Dann wird es ein bisschen übersichtlicher. Mhm.
So, der Kerl, der vorhin nicht verstanden hat, diese Belohnung hast du dir verdient. Ich soll 50 auf einmal zurückgeben. Gib 50 rein und lauf die Bogen gleichzeitig ab. Naja, und da werde ich nochmal ein bisschen sammeln gehen. Im Endeffekt gleich nochmal die Herausforderung gleich mit dort an der Stelle machen. Was? Oh, verdammt. Ist das Leben nicht frustrierend? Okay, ich verabschiede mich erstmal. Und werde später noch ein bisschen weiterspielen. Bis zum nächsten Mal und weiterhin viel Spaß mit oder bei Wildstar. Tschüss.